Hallo und herzlich willkommen, Bitwalker hier, heute wieder mit einem Gameplay-Video von Crysis 2. Und zwar haben wir es wieder mal geschafft, mit unserem Team, mit unserer Gruppe online zu sein, zu dritt. Das gelingt sehr selten aufgrund der unterschiedlichen Arbeitszeiten und der Familie. Aber diesmal ist es gegangen und wir haben uns an den Spielmodus Absturzstelle gewagt. Den haben wir an und für sich noch nicht so oft gespielt. Aber also im Nachhinein kann ich sagen, der macht wirklich Spaß. Übrigens gibt es ein kleines Gewinnspiel, ein wirklich klitzekleines, nachdem ich ja das alles selber haben oder besorgen muss, was ich hier verlose. Und zwar könnt ihr einen Beta-Zugang gewinnen bei der Xbox 360 für den Multiplayer-Beta von Gears of War 3. Die Beta-Testphase startet ja bald und sofern ihr bei Xbox Live dabei seid, könnt ihr euch da dann einklinken und bei den ersten Testern dabei sein. Ja, was ihr dazu machen müsst, um gewinnen zu können, um teilzunehmen, erkläre ich euch im zweiten Video des Abends. Ich lade im Anschluss beide Videos hoch und im zweiten, wie gesagt, hört ihr, was ihr machen müsst, um eventuell diesen Zugang, diesen Key zu gewinnen, um euch dort einloggen zu können. Das Video heute, was ich euch hier zeige, werde ich teilweise kommentieren. Ich muss gewisse Sachen erklären, weil ich teilweise recht einen Blödsinn zusammengespielt habe. Und werde euch teilweise einfach die Akustik 1:1 rüberkommen lassen. Ja, wie ich schon öfters gesagt habe, muss ich das Gameplay abfilmen. Wenn jemand weiß, wie ich es besser lösen kann, schreibt mir das vielleicht auch in meinen Blog hinein. Geht es darum, ich muss mit der Xbox per HDMI zum AV-Receiver und dann weiter zum Fernseher und müsste sprich das HDMI-Signal splitten und dann eben auf einem Mac aufnehmen. Also wenn jemand weiß, wie ich das lösen kann, bitte schreibt es mir rein. Dann kann ich vielleicht auch irgendwann mal eine ordentliche Bildqualität bei den Videos liefern. So wie gesagt, geht es über die Videokamera. Ja, ist auch besser als nichts. So, ein Spiel wurde gefunden. Es geht zur Wall Street. Meiner Meinung nach auch eine sehr stimmige Map. Und ihr seht meine Settings. Ich kann mich nicht so richtig entscheiden, mit was ich loslegen soll. Und habe hier so ein Setting zusammengebaut. Das ist für mich so ein bisschen der, ja, mit der groben Kelle, sprich mit der Ska. Granatwerfer montiert und seit Kürze habe ich auch den Jaw, den Raketenwerfer. Ja, da passiert mir gleich am Anfang ein Missgeschick, aber das werdet ihr gleich sehen. Ja, bei der Absturzstelle geht es ja darum, dass ein Alien-Schiff eine Alien-Schote abwirft. Muss natürlich immer schauen, wo die runtergeht und dann eben diese Fläche, bis sie diese Schote erobern und halten. Ja, und ich bin es einfach gewohnt, meistens mit Granaten zu spielen und da ist einfach die automatische Aktion, auf Granate zu schalten und diese zu werfen. Wie ihr seht, ja, mit dem Raketenwerfer macht es natürlich wenig Sinn. Der fliegt dann irgendwo ins Leere. Aber gut, das ist mir nicht einmal passiert, sondern zweimal. Ja, es dauert ein bisschen, bis ich dazu lerne. Und was man natürlich auch lernen muss, ist, dass die Jaw auf kurze Distanz natürlich nicht auslöst, ja, wie ihr hier gesehen habt. Ist auch wieder eine gute Sache, also eine Sache, weil man kann sich nicht unbedingt selber killen damit, was ich ja mit den Granaten doch sehr oft schaffe. Denn auch hier in diesem Spiel ist es möglich, genauso wie es mir bei Call of Duty immer gegangen ist, die Granate gegen den schmalstmöglichen Pfosten, der irgendwo herumsteht, zu schmeißen und dann sich somit selber zu killen. Das klappt hier auch einwandfrei. Also ja, da bin ich wirklich der Meister darin.
Gebäude gesichert! Radarverbindung eingerichtet! Natürlich kassiert man auch schneller Punkte, desto mehr Leute beim eroberten Feld sind. Ja, das ist auch etwas, was mir gerne passiert, dass ich vor lauter Hektik auf den Nahkampf drücke und so natürlich sich die Dauerfeuersalve, dass die unterbricht und meistens sehe ich dann einen kürzeren. Diesmal hatte ich allerdings etwas Glück. Ja, hier das zweite Mal die sinnlose Rakete, eh klar. Wie ich schon gesagt habe, die Gewohnheit von den Granaten, die ist dann auch wie vorgegeben, also da muss ich mal ein bisschen umdenken. Also ihr merkt vielleicht, falls ihr die beiden Videos gesehen habt, die ich heute früh bzw. gestern Abend noch aufgeladen habe, bei dieser Session läuft es eindeutig besser. Aber das kennt wahrscheinlich jeder von euch Zockern, dass es einfach Tage oder einfach Runden gibt, wo man ja, der letzte Idiot auf der Karte ist, oder dann gibt es wieder Runden, wo man meint, man ist alleine hier und der King vom ganzen Campus. Aber ich glaube, jeder, der lang genug zockt, der weiß, dass man ja, sicher an das gewöhnen muss, das ist einfach so. Und Gott sei Dank ist es nicht immer gleich und ja, Hauptsache es macht doch irgendwo Spaß, oder? Ja, und da kommen wir auch schon zum Ende der Runde. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Mein Gameplay war euch nicht so peinlich. Und schaut auch noch das zweite Video an, denn da sage ich eben, was ihr tun müsst, um eventuell den Key für den Beta-Zugang von Gears of War 3 zu bekommen. Ich wünsche was, danke, euer Bitwalker.